Ja, hallo, liebe Leser von 1200 Grad. Der dritte Messetag hat begonnen und wir sind gestartet am Stand der Deutschen Fliese. Neben mir sitzt Peter Wilson, der Vorsitzende des Deutschen Fliesenverbandes. Und Herr Wilson, wir sind hier an einem Gemeinschaftsstand der deutschen Industrie. Das ist eine recht kurzfristige Idee, glaube ich, gewesen, diesen Stand hier ins Leben zu rufen. Können Sie uns noch mal kurz erläutern, wie sich das entwickelt hat? Es ist in der Tat sehr kurzfristig gewesen und ich bin auch sehr froh, dass alles geklappt hat. Ja, das zeigt, dass wir trotzdem, dass wir im Wettbewerb stehen, unter Berücksichtigung von Compliance, weil wir sehr gut miteinander arbeiten können. Das ist das Ergebnis dann hier. Ja, wir hatten dann auch über das Thema Bau gesprochen im Vorfeld. Wir sehen die Bau als eine Hauptplattform für Kommunikation Richtung Architekten und wollten dann auch den Versuch dann jetzt starten, nochmal den Fokus auf Keramik, also die Fliesen ein bisschen in den Vordergrund dann zu stellen, und haben uns entschieden, dann also diese gemeinschaftlichen Standards aufzunehmen. War alles sehr kurzfristig, war ein bisschen schwierig in der Umsetzung selbstverständlich, aber alle haben mitgemacht und insofern ist das Ergebnis ganz gut. Mhm. Und wie ist die Resonanz bislang hier an den ersten Tagen gewesen? Ja, langsam am Anfang, ja. Das ist aber scheinbar immer so. Ja. Der erste Tag ist ein bisschen schwierig, aber sonst hat er kriegen wir viele Besucher, viele Leute kommen vorbei, schauen, was das ist, stellen noch ein paar Fragen an unsere Leute. Alle unsere Verbandsmitglieder sind dann auch hier repräsentiert, haben ausreichend Leute dann auch zu uns geschickt. Also das Resonanz bis jetzt ist ganz gut. Und könnte das ein Modell auch für zukünftige Messen sein? Oder meinen Sie vielleicht auf der Bau 2021 finden wir dann wieder mehrere einzelne Hersteller hier? Die Frage musste mal kommen. Ich denke, man muss zwei Seiten sehen. Also für uns im Verband. Also wir werden sehen und beobachten, wie diese Auftritte auch laufen. Persönlich sehe ich das als erst als Beginn von solchen Veranstaltungen, dass wir gemeinschaftlich dann auch das Thema Keramik in Vordergrund stellen. Ich glaube, wir haben viele Möglichkeiten. Wir haben gute Produkte, nachhaltig, langlebig, alle Charakteristiken, die wichtig sind, und die müssen wir platzieren. Insofern, ich sehe das eher als stark. Mhm. Wir versuchen auch verbandstechnisch uns ein bisschen auszudehnen, also auch mit anderen Verbänden in Gespräch zu kommen, dass wir das Thema insgesamt forcieren können. Insofern, ich kann mir gut durchaus vorstellen, dass wir dann solche Veranstaltungen demnächst verstärkt platzieren werden. Die Messebau selber, auch da werden wir nach der Messe dann sehen, wie das dann auch für uns dann gelaufen ist. Und wir sind auch hier im eigenen Interesse dann unterwegs zu beobachten, was da dann läuft. Und wie gesagt, wir sehen das als große Plattform Kommunikation Richtung Architekten. Mhm. Das ist durchaus eine ganz wichtige Zielgruppe. Okay, vielen Dank. Vielen Dank.